Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit. Wir sind hier im Duinrell Ferienpark und jetzt geht's ab in den Attraktionspark. Was wir da alles erleben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Hier ja auf diesem Ressort, sage ich jetzt mal, also auf dem Campingplatz, auf dem Feriendorf sozusagen, und können hier rein und raus, wann wir wollen. Das machen wir eigentlich auch, ne? Also es ist ein kleiner, ein feiner Park, da ist man eigentlich recht schnell durch und da haben wir so einen Ausweis, den habe ich jetzt gerade hinten. Manchmal wollen sie den kontrollieren, aber uns ist noch nicht passiert dieses Mal. Und ja, dann kann man rein und raus, wie man will und fahren, fahren, fahren. Wenn ihr euch fragt, warum wir alle noch ganz nasse Haare haben, da drüben ist das Tiki-Bad, das Erlebnisbad. Da waren wir gerade, da gibt es ein separates Video zu. Das ist im Kanal oder kommt noch. Also von daher freut euch auch auf Rutschenspaß aus dem Tiki-Bad. Da gibt es noch eine Locomotion. Das Mal war der Elias 2, wo wir hier waren. Da war das noch hoch im Rennen, jetzt natürlich nicht mehr. Da drüben gibt es ja noch so ein Mini-Zügchen, den Mini-Train. Und da jetzt das Kettenkarussell, da gehen wir jetzt drauf. Ab 1,20 ist es hier. So, Sicherheitsgurt. Gurt ist an. Wer freut sich? Ich. Und ich. Und ich. Geh dahin. So. Ja. Bin mal gespannt, ob ich da überhaupt reinpasse. Oder ob ich ein bisschen zu breit bin. Ah ne, passt. Passt, passt, passt. Oh, danke. Klappt das? Geht mir jemand zur Hand? Ja, ja, ja. Und jetzt? 1, 2, 3. Yay! Nee, das bleibt so. Soll ich noch nach oben? Geht noch nach oben. Warum wird's denn jetzt schneller? Ui! What could we
Füße in die Luft, sonst tut's gleich weh. Hier, mein Fuß, nimm meinen Fuß. Oh. Jetzt geht's dann auf die Achterbahnen, also Brillenband an und dann geht's los. Und da drin gibt es noch im Trockenen bei jedem Wetter fahrbar ein Kinderpferdekarussell und auch Pfannkuchen. Hier gibt es noch Puppeteers. Ich komme. Ja. Oh ja. Und da seht ihr jetzt den Wasserpark. Da waren wir vorhin. Wie gesagt, da gibt es ein separates Video und noch einen Außenschwimmbereich. Die haben es ganz eilig. Also ab auf die Kicker-Achterbahn. Ja, ja, ja. Da stehen die an, oder? Oh, was ist denn heute im Freibad los? Aber die gehen alle und denken, hopp, jetzt gehen wir halt nochmal, bevor man. Ja, jetzt ist aber gut. Jetzt will sie die Taschen noch abgeben und dann kommt sie wieder. Rein. Die sind nur immer so eng, gell? So. Ja. So, nur mit angewinkelten Beinen. Weil die sind doch immer ein bisschen eng. Eng, eng, eng. Aber Spaß macht trotzdem. Ja, der Kamera gewunken. Wer freut sich? Ich. Wem tut der Rücken weh? Mir. Richte Kicker, Rock. Oh, mein Rücken, Halleluja. Au. Diese Saison oder dieses Mal, wo wir hier sind, wo wir die gefahren sind, also ich brauche sie nicht nochmal.
Papas Rücken tut weh, aber die Kinder haben Spaß. Und die Mama hat auch Spaß, oder? Oder tut der Rücken weh? Okay, Rücken tut auch weh. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe meine Mütze noch nicht auf. Hier sind jetzt noch mehr Attraktionen im Karree, aber wir gehen jetzt erstmal Richtung Märchenwald, weil da gibt es ein paar lustige Sachen, die Elias und auch Mama und Papa Freude machen. Von daher gehen wir jetzt schnell mal kurz an die andere Seite des Parks, weit ist es sowieso nicht, und dann gehen wir hier nochmal zu den großen Attraktionen. Und hier gibt es übrigens auch Dunkin' Donut. Oder nur Dunkin'. Oder wie auch immer. Ah, da gibt es ja noch eine Teppichrutsche. Da drüben. Die machen wir auch. Können wir nachher auch noch machen. Für alle Kinder oder die, die Kind geblieben sind, gibt es neben den Attraktionen hier auch noch ganz, ganz viele Spielplatzflächen. Vor allem hier im Mittelzentrum, sage ich mal, gegenüber vom Tiki-Bad. Das ist nämlich hier. So, hier. Und da ist dann das Riesenrad. Ja, und hier gibt es allerhand tolle Sachen. Vielleicht gehen wir dann nachher auch noch drüber, mal schauen. Ansonsten seht ihr zumindest mal, dass es das gibt. Und da drüben ist nämlich auch noch mal so ein Feld. Alle Attraktionen findet ihr übrigens auch auf der Internetseite. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da ist auch alles beschrieben, wie groß man sein muss, kann, darf, soll, wie auch immer. Und ja, wir machen jetzt einfach so eine kleine, aber feine Runde hier über den Platz. The Möwies. Oh, da hat sie was. Da verstickt sie jetzt gleich dran. Hier gibt es dann auch ein Bällebad. Und natürlich gibt es auch den ein oder anderen Merch-Shop. Wir brauchen noch einen Weg. Und da vorne ist dann übrigens der Eingang für Tagesgäste. Da kommt ihr dann sozusagen rein, wenn ihr Tagesgast seid und Eintritt bezahlt habt. Was das Eintritt kostet, keine Ahnung, schaut da am besten im Internet nach. Ist auch immer so eine Kombi mit Tiki-Bad meistens. Genau, von daher, wir zahlen ja keinen Eintritt, wir sind ja auf dem Campingplatz. Schokobanane. So, das ist die Monorail, fußbetrieben. Die fahren wir, glaube ich, nicht. Und hier geht's jetzt ins Wunderland. Das ist so eins unserer Highlights hier. Hey, sie. Nee, fertig mit Pipi. Fertig mit Pipi jetzt. Oh. Schmeckt nach Pipi. Komm weiter hierher nach hinten, Elias. Jetzt kommt er wieder runter. Ja, der kannst du die Geschichte, der erzählt dir die Geschichte. Komm, wir machen die Ecke. Drück mal auf Deutsch, drück mal auf die deutsche Fahne. Man kennt mich auch als den Lügenbaron. Denn gelogen habe ich immer schon. Während ich durch dieses Tor hier reit, hat ein Gitter mein Pferd entzweit. Gleich geht alles wieder heil. Ich reit am Fort im Windelstein. So. Da gibt es auch noch ein Karussell. Und ein Eselsche. Und hier. Guck mal hier, Elias. Kann man da auch zurück jetzt? Boah, da kommt was. Die Vorstellung dauert ungefähr 20 Minuten und ist von Jörn aus.
Wahrscheinlich nicht. Da kam vielleicht mal was anscheinend kaputt. Sieht aus, als wäre da mal was rausgekommen. Die Musik, finde ich, irgendwie geht auch gar nicht so hier im Wunderland. Ja, der Pilz hier. Mama, ich mach dir die Pilze. Warte. Immer diese Pilze. Ich mache nie gute Erfahrungen mit Pilzen. Oh, zwinker, zwinker. Nee, natürlich nicht, aber... Mama, ich erinnere mich wieder. Danke. Hallo. Hallo, Papa. Hey, hey, hey. Und weiter geht's. Elias, drück mal den Knopf unten. Da ist ein Knopf jetzt. Drück mal. Was jetzt? Oh. Was hast du gemacht? Mama, darf ich da reinholen? Trocken. Ja. Ja. Die Sonne trocknen sich ja eh. Ja, okay. Los, Mama, trink! Mama, auf! Los! Wow. Jetzt, Elias, auf, komm! Du Schelm! Super, und weiter geht's, oder? Nochmal! Jetzt bist du schon ganz nass. Zeig mal! Zeig mal! Hey, ich geh mit! Mama, komm doch auf! Da gibt's noch mehr! Ui! Achtung! Drück das Türchen! Tschüss, der Storch nimmt dich wieder mit. Ja. Tschüss, mach's gut, war toll mit dir. Hui. Die Mama auch? Ja. Ja. Mama. Und Elias darf den Knopf drücken. Ja, voll lang. Genau, nicht draufbleiben. Er macht doch extra. So. Das ist die Tower. Ich bin vorbei. Ich bin los, bitte. Auch was ist eine Show. Danke schön. Bestimmt wollt ihr mich da auch drauf sehen, aber das machen wir lieber nicht, sonst sind wir, glaube ich, kaputt. Nein, nein. Da ist gerade eine Show. Ich geh rein. Einmal rum, jetzt kommt nur noch der andere Märchenteil, ne? Was ist da? Da ist er wieder. Der Pierciers. Da muss man, glaube ich, was reinschmeißen. Ja, einrollen. Da kommt da was. Ein echtes Ei raus. Ein echtes Ei raus. Na, gib mir mal 1 Euro. Ich hab keiner, Schatz. Tut mir leid. Oh, Papa, ich will mal gucken. Ich, ja? Bitte. Danke. Du kannst versuchen, die Einkaufsmünze reinzuschmeißen. Nee, hör auf. Das darf man nicht. Hör auf. Halt, hier, wir haben was vergessen. Elias, schnell. Da ist noch ein Knopf vom lachenden Clown. Schnell, da ist noch ein Knopf.
Wow. Wow. Oh, das war letztes Mal auch nicht so grün, oder? Wow. Also das ist ja eigentlich ein bisschen eklig, aber ja, ist halt Natur, aber ist irgendwie, ja, komisch, ne? Ja. Oh. Und rein zum Rick der Kicker ins Schloss. Rick der Frosch. Und auch hier gibt es wieder überall Knöpfe. Voer VOC-schepen uit naar Oost-Indië om daar handel te drijven. Thee, kruiden en specerijen waren de belangrijkste handelswaar. En kennen jullie Napoleon in een zakje? Nou ja, het is wel geen antwoord, niet maar handelswaar. Nog slimmer dan ik. Het is nog niet zo heel lang geleden dat de mens de eerste stap zette op de maan. Of was het een kip? Eine Quaukus Quabel Show mit dem Storch. Ja, vielleicht schauen wir die heute noch. Ich glaube jetzt nicht 17 Uhr. Die haben wir letztes Mal gesehen. Die ist auch richtig, richtig toll. Also hier gibt es dann Gesang und Puppen. Wenn ihr lustig seid, schaut euch das einfach an. Heute auch nicht mehr, daher ihr auch nicht. Aber das lädt auf jeden Fall auch ein, um sich mal kurz auszuruhen und ein bisschen Puppen zuzuschauen sozusagen. Oh, gerade haben wir es drüber noch gehabt. Elias will gerne Boot fahren, also viel Spaß, Mama. Ich wünsche euch viel Glück. Kleiner Funfact am Rande. Der Mann, bevor Tamara und Elias eingestiegen sind, der ist gekentert. So, wer geht zuerst? Super. Das nenne ich mal Einsatz. Daumen hoch. Aber das sieht richtig schön aus auf der Kamera mit dem Grün. Ganz toll gemacht, größter Respekt. Hier sind wir jetzt, da ist der Haupteingang, da kommt ihr rein, wenn ihr Tagesgäste seid. Und da begrüßt euch dann Rick der Kicker und wir gehen jetzt auf das Aquashuttle. Auf geht's! Da ist auch noch ein Indoor-Spielplatz, so eine Indoor-Spaß-Factory. Vielleicht gehen wir da rein, vielleicht auch nicht. The Duncan. Nett. Ja. Schaukelschiff machen wir nachher noch. Ja.
zuerst? Wir? Ja, ja. So. So. Emma. Yeah. Jesus. Was meinst du? Okay. Sitzt schon, Elias? Du sitzt schon? Super. Tschüss, bis gleich. Also bequem ist was anderes. Hui. Ui. Platz, jetzt schlägt ihr und nicht. Ui. Au. Also war schmerzhaft für die Beine und schmerzhaft für die Wand und auch für mich. Aber Spaß macht es trotzdem immer wieder. Ich war hier wirklich auch schon als Kind oder auch als Teen, habe ich in dem Video noch gar nicht gesagt. Von daher ist es immer so ein bisschen wie Heimkommen. Wobei mittlerweile gibt es immer wieder auch Stellen hier im Park, wo so ein bisschen schwierig sind, finde ich. Aber da wird man im Fazit, im Feedback ganz am Schluss wahrscheinlich nochmal eingehen. Ja, oder wir machen was Separates, mal schauen. Jetzt geht es auf jeden Fall mit dem Floß nach drüben, auf die andere Seite. Gute Fahrt! Willkommen in der Burg vom Rick. Hier gibt's eine ewig brennende Kerze, die ist gerade nicht in Betrieb, und eine Schiffsschaukel. Hallo! Techoput. Freue Zeit, Park. Haha. Er Fürzle gemacht. Die Achterbahn hinten noch und das Riesenrad haben wir noch. Ja, mit Karte kann man auch zahlen, dann zahle ich mit Karte. Ich weiß nicht mehr, was es kostet, keine Ahnung. Wow, cool, darfst du dir was aussuchen? Hm?
Ein Spaß für die Großen und Kleinen. Da gehen wir immer rein. So ein Tag mit Attraktionen macht ganz schön hungrig. Wir können ja jederzeit kommen und gehen und man darf auch Essen und Getränke mit reinnehmen. Also zumindest hat noch nie jemand was gesagt. Aber heute essen wir mal im Park. Da gibt es nämlich so ganz lustige Snackautomaten. Und was es da alles gibt, ist ja typisch für Holland. Das seht ihr jetzt, denn wir gehen zum Snackautomat. The Wall of Food. Das sind diese Foodwände. Döner und Pizza gibt's hier. Eine Frikandel. Und dann kommt da einfach für 2,50 die Karte dran. Das Dörrchen. Frikandel. Frikandel. Ein Käsesoufflé. Ja. Das sieht toll aus, glaube ich. Ja, ich will das. Okay, drück die Knöpfchen. Und das Dörrchen. Ah, und ich gönne mir ein Kipkorn. Ein Hähnchen, Dingensbummens. Die Kipkorn, tschüss. Und wie schmeckt der Frikando? Käsesoufflé? Ich hab noch nicht probiert, aber bestimmt. Schmeckt sehr gut. Super! Warte, ich mach's dir wieder rein. Weißt du, wie, Elias? Ja. Gute Fahrt! Jetzt kommt dieser verrückte Senkrechtstart. Oh oh. Viel Spaß! Jetzt gibt es ja eh kein Zurück mehr, ne? Jetzt ist vorbei. Ja! Und ab wie gut's! Wir haben es geschafft. Das war cool. Oh, da kann man jetzt für 2 Euro noch das Foto kaufen. Wir haben das letztes Mal schon gekauft. Diesmal nicht. Ja, also macht auf jeden Fall Spaß und sie fährt sich auch recht gut. Doch. Ich als Nicht-Achterbahn-Experte würde das so behaupten. Ja,
habe noch Tränchen in den Augen. Macht Spaß. Und auf zur nächsten Achterbahn, Dragonfly. Jetzt sind wir dran. Juhu. So, die winken an uns. Egal, wir winken trotzdem zurück, wir sind ja freundlich. Jetzt geht's runter! Zwei Attraktionen gibt es noch, die sind wir nicht gefahren. Das ist einmal die Waterspin hinten dran. Da ist der Elias noch zu klein und Tamara und ich fahren das bestimmt, wenn er so groß ist, aber allein brauchen wir das auch nicht. Und da drüben gibt es noch so eine andere Bahn, die zeige ich euch gleich noch. Attraktion Nummer 2, wo Elias noch ein bisschen zu klein ist und auch das brauchen Tamara und ich gerade nicht. Aber wenn er groß genug ist, dann sind wir da zu dritt am Start, auf jeden Fall. Die Wasserbahn, die gibt es im offenen Boot, da wird man halt richtig nass, und im geschlossenen Boot, das da jetzt gerade auch fährt. Wir fahren jetzt mit dem geschlossenen. Oh, this is so
hier steht die Wohnhaus. Jetzt haben wir uns gerade die schönste und sauberste Wasserbahn der Welt nicht sozusagen mal von innen angeschaut. Und jetzt schauen wir uns das noch von da hinten an. Was macht man nicht alles für den Sohn und steht man auch in das dreckige Wasser? Naja, aber Spaß gemacht hat's, aber das Wasser könnte wirklich viel sauberer sein. Da gibt's jetzt noch ein Boxauto. Wisst ihr ja, was es ist, von daher gehen wir da jetzt nicht mehr hin. Und hier hinten sind dann die Wild Wings. Die sind wir auch echt ein paar Mal gefahren. Jetzt sind wir klitschenass, fahren wir nicht gerade. Daher gibt's kein On-Ride, aber so spektakulär ist es bei mir eh nicht gewesen. Ich habe mich nicht gedreht, ich bin einfach nur geflogen. Und ihr seht ja in dem Moment nur die Luft. Also stellt euch das bitte einfach vor. Genau, weil ein On-Ride von da gibt es jetzt tatsächlich leider nicht. Da ist jetzt noch das Freibad. Da ist heute richtig, richtig viel los. Wir haben es nicht besucht, weil das Ganze hätte für 3 Stunden 5 Euro gekostet. Und das war es uns mit den 3-4 Rutschen tatsächlich nicht wert. Da waren wir lieber drin im Tiki-Bad. Also von daher gibt es da kein Video. So spektakulär ist es auch wirklich nicht. Ebenfalls nicht in den Flop geschafft hat es die Sommerrodelbahn. Die ist da drüben. Zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Elias ist dafür noch ein bisschen zu klein. Ich glaube mit 1,40 darf er. Ja, und ich oder wir brauchen es auch nicht. Von daher sind wir das gar nicht gefahren. Auch heute nicht, weil da ist immer sehr, sehr viel los. Also wenn ihr das fahren wollt, am besten ganz früh oder ganz spät. Meistens nicht so viel los. Viel, oder? Mit Nutella und Sahne. Pfannkuchen mit Nutella und Sahne, 11,25 €. Also das ist sehr teuer, oder? Komm Elias, komm. Das ist teuer. Wir machen selber Pfannkuchen mal. Spitale! Yay! Da ist ja das Kettenkarussell, da haben wir ja mehr oder weniger fast gestartet. Und hinten dran ist dann die Sommerrodelbahn. Da geht es auch noch einen Weg hoch. In die Dünen, da hinten sind dann schon überall die Dünen, da ist ein toller Aussichtspunkt. Von daher, wenn ihr euch ein bisschen sportlich aktiv machen wollt, wir wollten das jetzt nicht dieses Mal, dann geht auch gerne da hoch, ne, auf den Aussichtspunkt. Von da kann man, je nachdem, sogar schon das Meer sehen. Ne? Von daher, guter Blick, aber heute nicht mit dabei. In die Arcade gehen wir gleich. Weil da hinten, dieser Bereich ist jetzt dieses Jahr neu mit den Häusern hier. Gibt es noch 2 Sachen. Oder 3 Sachen vielmehr. Hier könnt ihr Trampolin noch hüpfen. Das Ganze geht bis 100 Kilo. Ja, auch gibt es noch so ein Rundfahrgeschäft mit Bötchen. Hier gibt es nämlich jetzt dieses Jahr neu so ein Autorundfahrgeschäft. Jetzt nichts Spektakuläres, aber ich denke eine tolle Ergänzung hier vorne im vorderen Bereich. Wie gesagt, war bei uns immer zu, ist wahrscheinlich noch nicht fertig oder noch kein TÜV oder keine Ahnung. Ne? Jetzt aber genug gezeigt, genug gequatscht. Jetzt geht's in die Arcade. Oh, willkommen in der Spielehölle. Aha, aha, aha.
Hier gibt es ja viele Sachen. Oh, habt ihr was geschenkt bekommen? Jetzt geht's toll. Los. Jetzt geht's los. Komm, ich gehe Geld wechseln. Mami, nimm's, warte. Ja, los geht's, wo willst du hin? Wie viel habe ich? 10 Euro jetzt, aber gibt's die oder gibt's die nicht? Die gibt's jetzt. Aber, nur, aber wir wollen auch mitspielen. Wir spielen mindestens einmal Air-Hockey, okay? Wow, das sind sie ja schon. Ja. Warte. So, und jetzt runterdrücke und los. Teste. Wow. Ja, ich denke. Ja. Ich nehme auch mal einer, okay? Okay. Wow. Du hast einen. Ja, genau so. Ja. Super, Elias. Super. Punkte schon. Ja, 50. Ja.
Hey. Ja, ist toll. Wow. Ja. Toll. Wow. Wow. Das hat die 10 gemacht. Eigentlich wollte man Riesenrad als erstes fahren, da war dann so viel los. Dann machen wir es jetzt halt einfach als letztes. Also von daher ab aufs Riesenrad, aufs Kickerrad heißt es, glaube ich, gell? Ja. Kickerrad. So und hallo, wir haben den Urlaub noch toll verbracht und du in Rell auch mittlerweile verlassen, deshalb seht ihr mich jetzt hier auch im Büro. Wir haben jetzt in dieser Saison einfach gedacht, wir machen es mal ein bisschen anders, wir machen es auch für uns ein bisschen entspannter und wir machen den Abschluss zukünftig oder jetzt aktuell zumindest mal von zu Hause. Es wird auf jeden Fall noch ein separates Fazitvideo geben vom Duinrell Freizeitpark, vom Duinrell Campingplatz und vom Tiki Bad als ein Ganzes, wenn man so will. Von daher gibt es jetzt hier gar kein Fazit oder Feedback mehr. Ihr habt es ja selber gesehen, wie unser Tag war, was wir so gesehen haben. Vielleicht habt ihr auch schon ein paar Punkte gesehen, die vielleicht nicht so ganz so gut waren. Da gehen wir dann, wie gesagt, im separaten Feedback- und Fazit-Video noch drauf ein. Und das wird es dann irgendwann im Laufe der Zeit geben. Vermutlich, wenn dann auch noch das Video vom Tiki-Bad online ist. Das kommt nämlich dann irgendwann als nächstes. Wir sagen danke, dass du uns heute begleitet hast im Duinrell Freizeitpark und hoffen, dass es dir gefallen hat. Vielleicht planst du ja auch selber einen Trip dorthin und hast dich jetzt ein bisschen dank uns vorbereitet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns auf alle Fälle auch tierisch, wenn du und du und du und du und du unseren Kanal abonnierst und gerne klickst du dann auch die Glocke, dass du zukünftig dann nichts mehr von der Freizeit im Freizeitpark, beim Camping oder auch auf der Kreuzfahrt verpasst. Und wenn es dir ganz gut gefallen hat, lass dir gerne auch noch einen Daumen nach oben und einen Kommentar hier unten dann da. Vielmehr bleibt jetzt auch aktuell gerade gar nicht zu sagen. Doch halt eine ganz, ganz wichtige Sache noch. Ihr denkt zum Schluss wie immer daran, die nächste Freizeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon.